Von intellektueller Zukunftsmusik zurück in die paranormale Gegenwart. Walter Schröder arbeitet an seiner Theorie seit 40 Jahren. Heute will der pensionierte Architekt sie endlich unter wissenschaftlicher Aufsicht beweisen. Mit der selbstgebauten Apparatur will er jeden versteckten Stoff finden. Die Substanz muss nur einmal auf den Apparat eingestellt werden. Details ersparen wir uns, denn auch das ist hochkomplex und nur schwer zu verstehen. Sind Sie jetzt sicher, dass das funktioniert? Was? Ihre Bestimmung? Da drüben? Ja. Ja. Warum? Ja, einfach. Nein, ich habe es ja überprüft und das funktioniert. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Walter Schröders Aufgabe, den versteckten Stoff in einer der 10 Schachteln finden. Wie immer, 13 Durchgänge, 7 Treffer genügen. 4. Gut, ich schreibe es auf. Das Ergebnis, wir ahnen es schon. Was erwarten Sie? Ich hoffe, dass wenn höchstens da als vorhin, dass das vielleicht ein Fehler ist. Ja, das heißt also 12 von 13. Sollte ich normalerweise 100 sein, aber vorhin war so ein bisschen. Ja gut, also wir verlangen ja sowieso plus 7. 6, 8, 2, 7, 7, 2, 3, 1, 6, 9, 9, 9, das ist ein Treffer. Das gibt's doch nicht. 6, 4, 3, 1, 8, 8, ein zweiter Treffer. 5, 9, 2 Treffer von 13. Walter Schröder, der letzte Kandidat. Auch er ist an Selbsttäuschung gescheitert. Nicht alles ist fauler Zauber, was uns an Übersinnlichem begegnet. Vieles ist Zufall, anderes findet nur in unserem Kopf statt. Unser Weltbild bleibt also stabil, auch wenn vieles noch nicht verstanden ist. Was Isaac Newton, der berühmte Physiker, gesagt hat, sage ich bei jeder Veranstaltung, bei jedem Vortrag, was wir wissen, ist ein Tropfen und was wir nicht wissen, ein Ozean. Esoteriker haben völlig recht, wenn sie sagen, es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die noch nicht in den Büchern stehen. Aber, füge ich dann immer dazu, es gibt auch vieles, was in Büchern steht, was es zwischen Himmel und Erde nicht gibt. Und die große Kunst ist, dazwischen unterscheiden zu können. Das Preisgeld bleibt in den Händen der skeptischen Wissenschaftler. Doch das Übersinnliche lässt sich nicht dingfest machen. Rätsel und Irrtum. Sehr kompliziert. Kritisches Denken ist nötig, auch gegenüber den eigenen Sinnen. Nicht alles ist Naturwissenschaft, aber egal an was man sich hält, egal an was man glaubt, die Naturgesetze lassen sich nicht auf den Kopf stellen. Oh!